Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind im letzten Part in diesen Feuertempel-Verschnitt, wie auch immer, gegangen. Ich sehe gerade, da oben geht's noch weiter. Oh, mit ekelhaften Viechern. Und ja, ich werde den ganzen Tempel am Stück aufnehmen müssen, weil sonst fange ich wieder am Anfang an. Und ich sag's euch gleich, wer spoilert, der fliegt. Also, je nachdem, wie schlimm der Spoiler jetzt ist, weil... Es gibt schwache Spoiler, die mir nicht so viel antun, und es gibt... Ich bin jetzt sogar Romia, oder wie? Und es gibt harte Spoiler, die mir etwas antun, so wie zum Beispiel dieses Wolfsgeheul, was wir mal gehabt haben. Wenn Final zum Beispiel sagen würde, oh ja, es gibt noch mehrere davon, dann ist das natürlich ein Spoiler, aber kein schlimmer, weil ich mir das irgendwie selber denken kann. Ein Spoiler wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, wie viel von diesen Wolfsliedern es gibt. Wobei, das wäre dann auch ein Spoiler gewesen, mit dem ich hätte leben können. Wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ach übrigens, der Endgegner ist nicht, wie hieß der aus Twilight Princess, Ganondorf. Der Endgegner ist nicht Ganondorf, sondern Kermit der Frosch, und du musst nicht Zelda retten, sondern Miss Piggy. Dann hätte ich gesagt, ja gut, dann hätte ich gesagt, was spiele ich hier? The Legend of Muppets, Twilight Piggy oder Twilight Kermit oder wie auch immer. Naja, das wäre dann schon so ein Spoiler gewesen, wo ich gesagt hätte, das würde ich nicht gerne hören. Und wer spoilert, der fliegt. Je nach Härte des Spoilers gibt es eine Verwarnung, und wenn der Spoiler ausschlagkräftig genug ist, so zum Beispiel, ach Moment, gegen Ende musst du das und das und das und das und das machen und dies und das und jenes, und du musst das und das machen, um den letzten Boss, den ich hier jetzt spoilere, zu besiegen, damit du das und das Ende kriegst, wo im Ending dann das und das passiert, dann wird gesagt, Junge, du fliegst sofort. Dann gibt es sofort einen Block und tschüss. Aber naja, lass mal das, machen wir lieber weiter. Oh, du bist ein dampfender Corona. Ich hatte irgendwie gespürt, dass hier etwas ist, aber ein Mensch, das ist eine Überraschung. Nun, wenn dann Crown dir vertraut, dann werde ich wohl deine Kräfte auch nicht in Zweifel ziehen. Feinl hat nicht gesagt, ob ich den richtig ausspreche, diesen Don Crown. Ich werde ihn einfach so nennen, weil der Name cool klingt. Ich bin einer der vier Ältesten der Goron. Man nennt mich Don Ziegel. Don Ziegel. Ziegelstein. Du bist ein tapferer junger Mann und du willst deine Kraft einsetzen, um unser Volk zu helfen, nicht wahr? Was ist denn das da? Du hältst ein Schlüsselfragment. Sammel alle drei, um sie zum Schlüssel zusammenzufügen. Ach so, Master-Schlüssel-Fragment, genau. Regatte, nee, Fragment. Dies ist ein Fragment des Schlüssels zu dem Raum, in dem unser Oberhaupt Krogor eingesperrt ist. Der Schlüssel ist in drei Fragmente zerbrochen. Wir Ältesten bewahren jeder eines davon auf. Also mach dich auf den Weg, um rasch zu den anderen Ältesten zu kommen. Ich wette, die anderen beiden blauen Dinger, wo ich auf den Kopf gehen kann, sind für die anderen Ältesten. Kompass? Ne, Karte. Dungeon-Karte. Ja, danke. Und so weiter. Aber warum haben die sich selbst in ihre Tempel eingesperrt? Oder in ihre Minen? Egal. Ja, danke. Ich krieg irgendwie habe ich das Gefühl, als ob man in diesem Zelda hier wesentlich schneller an Geld kommt als wie in Ocarina of Time. Das einzige Zelda, das ich eigentlich kenne. Moment. Bitte, bitte, Herzen. Achso, ich kann hier kein Schwert ziehen. Bitte gib mir ein Herz, verdammt nochmal. Ich mach deine Keramik auch nicht kaputt. Danke, die Keramik lasse ich stehen, wie versprochen. Du sollst die Leiter hochklettern. Aber warum habt ihr mitten in eurer Mine so eine coole Behausung? Wollt ihr etwa hier überleben? Ja, nicht überleben, übernachten oder... Nee, auch nicht wirklich übernachten, weil ich glaube, die Bergleute früher haben in den Minen sogar teilweise übernachtet. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das stimmt, aber... Ich glaube, es mal so gehört zu haben. Was ist denn das ganz für ein Geräusch? Achso, der Topf bewegt sich. Ach nee, du bist doch diese komische Tante, oder? Oh, endlich draußen! Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen. Ja. Ist, glaube ich, so ein Rauswarp-Warp.
Rauswarp, genau. Hm. Geiles Wort, nicht wahr? So ein Rausteleportationsding, das mich wieder wie die Krallen von Ocarina of Time zum Anfang des Tempels bringt. Was ist denn jetzt kaputt? Geht das Teil wieder von vorne los? Junge! Wo? Also da. Moment, der Magnet hat sich wieder angemacht, oder? Ist das, ich kann hier in den Wänden gehen? Nies gleich wieder, das ist blöd. Verdammt, der Nieser will schon wieder nicht raus. Moment, ich glaube nicht, dass ich oben kämpfen kann, oder? Doch, kann ich. Ich bin arschlos langsam. Ah, da muss ich runter. Perfekt. Das heißt, das nutze ich, um wieder zurückzugehen. Exzellent. Das heißt, ich lag mit meiner Vermutung falsch. So, es ist ein Schalter. Da geht's nach unten. Als nichts. Kann ich so ein Fass auch aufheben? Ja, kann ich. Tschüss, Fass. Ich bin jetzt Donkey Kong. Da geht's auch nach unten. Jetzt nach oben. Ich schau mal, was passiert. Oh, sowas. Nee, auf Kopf zu kämpfen ist nicht so leicht. Jetzt muss ich mich orientieren, wo ich bin. Oh je, das ist nicht sehr einfach, so auf Kopf herum zu latschen. Aber es ist interessant, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee. Aber wow, so ist meine Orientierung nur noch mehr am Arsch, als ohnehin schon. Ich trau mich nicht hier oben, nicht zu rollen. Frage ist nur, wo muss ich hingehen? Ich trau mich nicht zu rollen. Weil ich glaube, dann falle ich runter. Vor allem kann mir schreiben, ob man sich hier oben rollen kann oder nicht. So einen Sprungangriff traue ich mich auch nicht machen. Moment, was ist denn das da? So nur ein Felsen. Moment, da hinten! Ah, ich hab's gesehen! Komme ich da am besten hin? Ich glaube, ich muss hier lang. Ich bin jetzt wahrscheinlich einen riesen Umweg gelatscht, aber es ist egal. Hauptsache, ich erreiche mein Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja, das ist auch eine Idee, die es zuvor, glaube ich, noch nie in einem Zelda-Spiel gab. Einfach mal die Eisenstiefel magnetisch machen. Stehe ich jetzt sicher? Ich gehe lieber komplett zur Wand. Ja, ich stehe sicher. Ich wollte gerade sagen, der Ort kommt mir bekannt vor und jetzt erkenne ich natürlich auch, was das für Dinger sind. Das sind Magneten. Also hatte ich irgendwie mit meiner Vermutung recht.
Oh je. Dreh dich. Nee, sag nicht, die Remote geht schon wieder nicht. Ah. Was hat das Ding auf einmal? Ich meine, die CD ist auch nicht angesprungen. Erst beim dritten Versuch. Ich glaube, meine Wii wird schon langsam alt. Das ist aber blöd, weil ich hätte noch viele Wii-Spiele vor. Ich glaube, ich muss dahin. Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Ja, ich bin hier richtig. Er betätigt den nächsten, nicht wahr? Kacke. Es war ein Versehen. Okay. Das heißt, Kämpfe habe ich in diesem Spiel definitiv raus. Warum auch immer. Hier sind ein paar Teile. Die hebe ich mir alle auf für Herzen. Da ist eine Tür. Sehr schön. Oh ne, Spinnen, oder? Das war dumm von mir. Hau ja ab von mir. Danke. 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 Du hast nichts für mich. Okay, mal kurz gucken. Da ist ein Magnetismus. Da ist so ein Kristall, der irgendwie was macht. So ein. Das kennt man ja aus. Queen of Time. Diesen Vergleich mit Ocarina of Time werde ich immer bringen, weil das einfach das ein. Oh, da unten. Weil das einfach das einzige Zelda ist, das ich kenne. Moment. Geil. Zieh den Scheiß aus. Hoch, 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 hoch. Maus, hör auf. Ich habe jetzt keine Lust auf Antivir. Denn wenn das jetzt auch noch hier auftaucht, dann bin ich aber stinkig, weil dann passiert irgendwie nur Scheiße gerade. Ich komme da hinten hin. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht hoch. Ich müsste aber hier entlang gehen. Moment. Moment, was sehe ich da unten? Kann ich unter Wasser ziehen? Ist links so stark? Zieh es aus! Hoch, hoch! Sehr schön. Ist da unten noch irgendwo was? So eine Kuh. Nee, ein Felsen ist das, glaube ich. Sieht aus wie eine Kuh. Okay, ich nehme an, wenn ich das aktiviere, geht da hinten irgendwie ein Magnetstrahl an. Nee, es geht hier ein Magnetstrahl an. Ja, na wo? Achso, jetzt kann ich da entlang gehen. Ah. Sehr schön. Das heißt.
heißt, wenn ich den aktiviere, kann ich da rübergehen. Achso, in der Luft meinen die. Okay, das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist geil. Ich mag das System, das gefällt mir sehr. Sehr beeindruckt, sehr überzeugt das Spiel, es beeindruckt mich. Ah, toll, danke. Raten wir mal. Die Tür da unten geht auf, nicht wahr? Ich hatte recht, aber die Zeit läuft. Also. Oh, Begrüßungskomitee. Und tschüss. Das gefällt mir sehr. So, was macht das? So, das macht die Tür wieder auf. Okay. Wow! Ihr seid Gegner? Ich brenne. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich brauche für euch Bomben. Müsst ihr irgendwie was aktivieren, damit ich hier hoch kann. Achso, ich kann direkt so hoch gehen. Ah. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss noch irgendetwas aktivieren. Hat Final nicht mal gesagt, dass es in jedem Dungeon zwei Herzteile gibt? Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat oder ob er nur meinte, nur im Waldtempel. Waldschrein, wie auch immer. Apropos Herzteil. Das gefällt mir, das ist schön. Ist auch was. Ich glaube, ich sollte da mal hingehen, aber ich lasse es erstmal, weil ich habe da zwei Krüge gesehen und ein Krug ist ein potenzieller Herzspender. Also kein Herzteil, sondern dass ich Herzen bekomme. Deswegen lasse ich es erstmal. Da ist was? Nicht das zerschneiden? Kann ich tatsächlich? Wow, ich habe echt einen Run. Wie mache ich die dann kaputt? Ach, ich ignoriere es erstmal. Vielleicht komme ich ja wieder her. Guckt ihr nur, ihr werdet gleich nichts mehr zu gucken haben. Oh, die stehen da hinten, okay. Das heißt, ich kann sie nicht abschießen. So eine Kiste. Kann ich nicht hoch. So. Mein Schild schützt mich vor Feuerangriffen. Bis hierhin können sie schießen. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, sonst laufe ich nur dumm ins Verderben. So, hier hin. Hinten ist eine Tür. Ich habe aber keinen Schlüssel. Das heißt, ich muss. Ich werde mal da hingehen. Oh, oh, oh. Da hinten steht doch auch so ein Teil. Eine Kiste, kann ich da hoch? Das ist eine Truhe. Habe ich gar nicht gesehen, die sind so unscheinhaft. Ja, geil. Ne, hoch kann ich da nicht.
Wir verstecken. Jetzt haben wir aufgehört. Weiter. Ja, ja, ich bin zu fix für euch, ihr Gnome. Ach nee. Wow. Moment, jetzt hat doch diese komische Spinne, die es auch in Ocarina of Time gibt. Oder? Okay. Hm. Da ist nur eins. Es sind mehrere. Das ist eine Tür. Muss ich wahrscheinlich erstmal darüber dann. Das muss mir erstmal gelingen. Das ist das Problem an der Sache. Abwarten erstmal. Jetzt. So gut, Moment. Oh je. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Oh je, oh je, oh je. Das war knapp. Geh erstmal auf Nummer sicher. Kamera. Ist ein bisschen krass gerade. Sehr schön. War das wirklich schon alles? Da hinten geht's noch weiter. Da entlang, von da oben aus. Da dann darüber und da dann fallen lassen. Okay, ich gehe aber erstmal hier rein. Oh, noch ein Gorone. Erstaunlich, dass du so etwas bisher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Epizo. Ich dachte, du bist eine Frau. Na egal. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. Was ist dein Schlüsselfragment? Schon wieder Fragment. Fragment. Sammel alle drei. Ja, eins fehlt noch. Ach, jetzt da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Der Eisenhammer, der Bogen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, also entweder Bogen oder Bomben. Ich glaube, ich würde sagen, der Bogen. Ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Oder doch der, nee. Die haben keinen Bogen, bestimmt nicht. Ein Eisenhammer vielleicht? Jetzt, da unser Volk in Druck geraten ist, könnte es dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Innern des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Also entweder ist es der Eisenhammer, oder ist es der Bogen, oder sind es Bomben. Eine Waffe aus alten Zeiten ist bei den Goronen zumindest meistens der Eisenhammer. Ich werde mal schauen. Ich glaube, es ist der Eisenhammer. Diesbezüglich kann man mich zum Glück nicht spoilern, weil ich den ganzen Tempel an einem Stück aufnehme und in jeweilige Parts zerschneide. Aber trotzdem, ich glaube, es ist der Eisenhammer.
sollst doch die Leiter an. Ist du zu dumm, eine Leiter hochzuklettern? Wahrscheinlich komme ich jetzt darüber und dann kann ich dann auf Kopf darüber latschen zur anderen Tür. Ich war. Ja, Tatsache. Bam, 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 bam. Ich bin Paul Bunyan, der Holzfäller. Nur benutze ich statt einem Schwert, nur benutze ich statt einer Axt ein Schwert zum Bäume fällen. Muhaha. Kennt ihr doch diesen alten Disney-Film Paul Bunyan? Der ist so geil. Den habe ich auf meinem Zweitkanal zwar hochgeladen, aber irgendwie, ja, ist da leichte Probleme. Ne, gibt's nicht. Stimmt, da war ja was. Da habe ich nämlich keine Probleme, warum auch immer. Aber der Film ist so gut, den müsst ihr euch mal angucken. Bam, 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 bam. Perfekt. Jetzt habe ich jetzt einen Tempel geskippt. Ne, da vorne ist so ein Magnetfeld. Und wahrscheinlich ein Boss. Gut, ich würde sagen, das schauen wir uns im nächsten Part an. Ich weiß, ich war jetzt ein böser Cliffhanger, aber egal. Dann würde ich sagen, das war The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns mit einem Link, der die Augen gerade verdreht hat, beim nächsten Mal wieder. Für euch.